Wir sind gerade in Frankreich unterwegs und haben hier schon unheimlich schöne Sachen gesehen. Und an dem Platz, an dem wir heute sind, ist eigentlich unser Favorit. Und dazu wollen wir euch heute mal ein bisschen mehr erzählen. Viel Spaß damit. Guten Morgen, wir stehen hier direkt am See und machen heute die schon angedrohte Fahrradrunde um den See herum. Haben hier heute eine sehr angenehme Nacht verbracht, wirklich hier an dem Fahrradweg. Die einzigen Personen, die man gehört hat, waren die Fahrradfahrer. Und die sind ja bekanntlicherweise leise. 40 Kilometer stehen uns bevor und der Fahrradweg um den See wurde als einer der schönsten Frankreichs angepriesen. Also wie cool ist das denn? Ein Fahrradtunnel, das habe ich ja noch nie erlebt. Dass man wirklich für die Fahrradfahrer mal einen Tunnel baut, dass die nicht die Bergetappe der Tour de France nachempfinden müssen. Da bin ich sehr dankbar. Und danach der Blick auf den See. Ist das nicht grandios? Übrigens auch immer wieder ein schöner Stellplatz sind Sportstätten, also Fußballplätze, Tennisanlagen. Jetzt fahren wir tatsächlich auf die andere Seite rüber vom See und hier unterscheidet sich der Radweg insofern, dass man die gesamte Zeit an bzw. teilweise sogar auch auf der Straße fahren muss. Allerdings sind dafür auch die Ausblicke hier natürlich auf den See viel, viel häufiger und beeindruckender. Wir sind eingekehrt und ich glaube, das ist ein bisschen exquisiter. Also der Blick ist auf jeden Fall spektakulär und wir haben schon ein paar Kilometer im Bein, haben uns einfach verdient. Und was sagt der erste Eindruck? Also auf jeden Fall ungewohnt. Das Fleisch sieht super lecker aus. Wir sind ein bisschen irritiert über den Knochen, was wir mit dem machen. Die Uferplätze am See werden jetzt schmaler. Das hat einfach den Grund, dass hinter uns die Berge schroff und steil emporragen. Und damit sinkt auch ein bisschen die Attraktivität des Fahrradweges auf dieser Seite. Erschwerend kommt dazu, dass der Anstieg immer steiler wird. Wir werden ein bisschen abgelenkt durch Gewimmel. Am Himmel über uns kreisen ungefähr 30 Paragleiter und es ist einfach toll, wie die mit der Thermik spielen und sich emporschrauben. Wir erkundigen uns später mit 90 Euro. Ist man dabei? Aber ist schon cool, wie die das lenken können, ja? Wie genau? Es ist wirklich faszinierend. Also scheinbar ist die ganze Stadt ein einziger Strand. Und ja, es sind irre viele Menschen, aber coole Konzepte, gerade wie mit diesen vielen Stegen an den Ufern, mitten im Wasser. Man sieht keine Verbotsschilder, ganz wenig private Strände, also viel Platz für viele Menschen. Und alle scheinen zufrieden, relaxed und zelebrieren den Sommer. Wahnsinn. Umgeben von Bergen. Wir bewegen uns jetzt wieder auf die Altstadt zu, haben es also fast geschafft. Und hier sieht man sehr schön, wie dieses klug ausgedachte Verkehrskonzept aufgeht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat seine Spur. Ganz rechts sind die Autofahrer unter sich. Die Fahrradfahrer werden nochmal unterteilt in zur Stadt führenden Verkehr als auch zurück. Das lässt auch für einige Rennradsportler ordentlich Speed zu. Und auf der anderen Seite, ganz links, können sich ganz relaxed die Fußgänger bewegen. Zwei ganz besondere Bäume, die wir hier sehen. Der linke, das ist der Ginkgo biloba, schaut mal. Das ist das Blatt des Ginkgo biloba, der Baum der Liebe, den Goethe schon beschrieben hat. Und das daneben ist der Sequoia dendron, also der Mammutbaum, dessen Rinde feuerfest ist und der deswegen
manche Exemplare in den USA schon über 2000 Jahre alt sind. Von uns ein ganz großes Kompliment an diese Stadt, eine der schönsten Plätze, die wir hier in Frankreich besuchen durften. Ja, das war's. Wir hoffen, dass es euch nicht nur Spaß gemacht hat, um zuzugucken, sondern dass es für euch vielleicht auch die eine oder andere Inspiration gegeben hat. Wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns ein Feedback gebt, beziehungsweise eine kurze Einschätzung, was wir besser machen können. Ja, würden wir uns unheimlich freuen. Dankeschön.